Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winterup. Und wie ihr seht, einiges hat sich getan. Reggie steht auch schon da. Und wir gucken uns an, was sich jetzt verändert hat in letzter Zeit. Bei mir, weiß nicht, flimmert das doch ein bisschen. Ich muss, glaube ich, das Texture Pack mal anpassen. Ansonsten, ja, das ist mein Haus von innen. Ich habe von Deadline diesen Stuhl geschenkt bekommen und diesen Tisch hier geschenkt bekommen. Hui! Und dazu hat er geschrieben: Ich weiß, dass man die Möbel leider nicht richtig nutzen kann, aber als Deko sollte es gut sein. Brumm, miau! Von der Mieze Deadline. Ja, jetzt kann ich ja die Schilder abbauen. Ich habe sie extra dran gelassen, um das vorzulesen, weil es für Deadline ja schon war. Wie man sieht, war ich schon Nether. Ich habe mit diesem, ja, mit den Bits ein bisschen rumgespielt, habe ich ein bisschen was rausgenommen und mir eine Lampe davon gebaut. Leider leuchtet sie nicht. Also, ihr seht schon, ich habe hier nur ein bisschen was abgemacht und dann leuchtet es noch ganz, ganz schwach. Währenddessen nie sehr stark leuchten. Ich habe gehofft, dass sie sehr stark leuchten und tun sie leider nicht. Zudem habe ich meine erste Figur gefunden und es ist Batman. Es gibt verschiedene Figuren, die man finden kann. Hier haben wir Winston, Mini-Head. So sieht er dann aus, Enderman. Ne, das hier ist Winston. Das ist Winston. Dann haben wir Drax. Die ganzen kann man hier finden und mein erster war halt Batman. Die anderen haben auch schon ein bisschen was gefunden und gebaut. Das gucken wir uns jetzt natürlich auch alles an. Und wir gucken erstmal durch meine hübschen Fenster. Da sehen wir schon Deadline auf dem Boden gucken. Die wissen nämlich jetzt gerade nicht, dass ich aufnehme. Ich habe so getan, als würde ich jetzt essen gehen. Und deswegen müssen wir uns Stealth hier jetzt durch die Gegend schleichen, ohne dass sie mich sehen. Okay, das ist nur Regie. Oh, was? Oh, das war mein Beutel. Und heute soll es halt auch um Schüsselbit gehen, das heißt um, ja, um die Bits halt. Um die kleinen Sachen, die man selbst basteln kann. Da will ich jetzt euch und vor allem die, die auf dem Server sind, zeigen, wie das Ganze funktioniert und alle, die noch raufkommen. Das heißt, wir haben jetzt noch circa 3, 4 Plätze frei. Das heißt, wenn ihr mögt, wenn ihr wirklich Bock habt, hier dauerhaft mitzumachen, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich lade euch ein, hierher auf diesen Server, währenddessen wir uns hier verstecken vor den anderen. Ja, ich habe einen Weihnachtsbaum gebaut. Das ist der Weihnachtsbaum, der wird noch geschmückt. Aber, oh Gott, der Kleine darf mich nicht sehen. Das ist der Weihnachtsbaum, habe ich halt heute noch gebaut und da muss halt noch geschmückt werden. Und ich habe in der Welt viele kleine Geheimnisse versteckt heute. Ein paar wurden schon gefunden. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich habe hier mit den Pixelbits, habe ich hier schon. Oh, das ist nur Regie. Ich schreibe mich jedes Mal vor Regie. Habe ich mir schon hier Eiszapfen runterhängen lassen. Die werde ich noch mit normalem Schnee zusammen verbinden. Das heißt, das Ganze wird noch ein bisschen toller aussehen. Ja, ich habe hier jetzt einen kleinen Fluss hier lang gezogen. Vielleicht werde ich noch eine Brücke bauen. Hier wird halt der Weg sein. Ja, ich habe noch einiges geplant. Und das wird alles noch ein bisschen besser aussehen. Die Jungs haben mir einen Stall gebaut, weil ich gesagt habe, hey, wenn ihr auch ein paar Schafe wollt, dann baut mir einen Stall. Und dann haben die mir einen Stall gebaut. Ich habe die Schafe organisiert. Ja, man muss sich hier schon ziemlich weit weg, um irgendwas zu kriegen, was toll ist. Ja, wir schleichen uns mal hier hinten lang. Und das hier ist das Haus von Bugsy. Hier habe ich noch mit den Bits rumgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das werden wird. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Haus ist. Ist das Schnee? Kann sein, dass. Oder Wolle. Schnee oder Wolle? Hier hat er auch 1 Milliarde Kisten. Mann, 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 ein Amboss. Gibt's hier auch eine Tür? Maxi? Kann man hier irgendwo. Hä? Hier ist nicht mal eine Tür. WTF, geht man hier so rein? Aber wie kommt man dann raus? Ich will da jetzt nicht reingehen. Erstens wäre es Hausfriedensbruch, zweitens würde ich niemals wieder rauskommen und wäre gefangen. Vielleicht will er aber genau das provozieren, dass ich reinfalle und dann nicht mehr rauskomme. Naja, gehen wir weiter. Das ist zu Bugsys Haus. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwo was anderes baut. Werden wir vielleicht eines Tages sehen. Weil wir haben ja auch Teleporter. Und von daher können die Jungs auch ein bisschen weiter weg noch was bauen, wenn sie hier ein Haus haben. Ja, gehen wir mal ins nächste Häuschen rein. Lass mich rein, oh Gott, da kommt jemand. Nein, 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 nein. Bugsy. Oh Gott, das ist Bugsy.
Ich hoffe, wir haben hier noch eine zweite Tür. Auf jeden Fall sind wir hier bei Awesome Place. Und. Na gut, er geht weg. Ja, er hat ja auch ein paar niedliche Truhen. Sein Haus ist jetzt noch nicht so schön. Aber vielleicht wird das noch was. Huch! Jetzt wissen die, dass ich hier bin. Weil ich die Figur jetzt angeguckt habe, habe ich den Erfolg bekommen. Shit. Flucht, Flucht! Ja, jetzt hier unten hat er halt noch. Huch! Kleiner Leck. Hat halt noch ein paar, ja, Weizendinger. Nichts Großartiges. Schleichen wir uns raus. Okay, ich muss gucken, wo er hingeht. Ich hab nichts geklaut. Scheiße. Hier geht's auf jeden Fall nochmal runter. Ich hab nichts geklaut. Naja, da geht's halt einfach nur in eine Farmhöhle rein. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal wieder nach oben. Und gucken, dass wir die anderen Gebäude finden. Und dann zeige ich euch, was man mit den Chisel Bits alles machen kann. Ja, das zu denen. Hier müssten eigentlich. Ach, da ist noch ein Haus. Nein! Sie haben mich entdeckt. Huch, was ist denn hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Neepnators Haus. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Neepnators war. Der hat nämlich einen anderen Namen als bei Fallout Shelter und der hatte schon bei Fallout Shelter mitgemacht. Hier ist auch noch nicht wirklich alles vollständig. Also ich denke mal, das wird noch. Ich meine, wir sind im ersten Tag. Was erwartet man? Dass jemand so krass drauf ist wie ich, weißt du? Ich glaube eher nicht. Oh, guck mal, Schilder. Großes Kaninchen. Das sieht aus wie so ein Fötus. Oh, das nehme ich mit. Ich meine, sonst vergammelt das. Hier, ich lasse dir die Bits da. Oh Gott, das sind meine Glowstone. Ach, egal, scheiß drauf. Er kriegt mir. Es ist Weihnachten, Freunde. Wir geben und nehmen. Ich habe ihm ein bisschen Glowstone-Bits gegeben, die kein Schwein braucht. Und habe dafür noch Fleisch genommen. Das ist doch nett. Ja, dann laufen die anderen Jungs durch die Gegend. Versuchen mich wahrscheinlich gerade, um vor mir rumzuhampeln. Ja, also geplant ist auf jeden Fall noch, dass wir den Baum ein bisschen freiräumen von dem ganzen Dreck. Ja, da ist ziemlich viel Dreck drumherum. Also die Erde, die muss noch weg. Dann kommt da vielleicht ein Marktplatz hin. Mal gucken. Und wenn ihr jetzt in den Server reinkommt, wenn ihr angenommen werdet, baut ruhig hier ringsherum noch ein bisschen. Der Baum ist so ein bisschen einsam. Ich finde das auch ein bisschen traurig, dass Awesome da hinten gebaut hat, Bugsy da gebaut hat, obwohl der Baum da steht. Gut, die wussten ja nicht, dass der Baum da hinkommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen mehr um den Baum herum, ein bisschen Leben wäre cool. Und ja, das dazu. Wir gehen natürlich auch zu Deadline kurz rein, wenn es aufhört zu laggen. Gottes Willen. So. Bei Deadline kommt schon grausige Musik. Wie, ich wollte essen, hä? Ach, sieh mal einer an. Der hat hier schon ein, wie nennt sich der Scheiß? Enchantment Book? Irgendwie so ähnlich. Ja, hier geht's zu Deadlines Farm. Privatgelände. Ich darf jetzt hier nur hin, weil ich ihnen sowieso nichts klauen werde. Oh, er beobachtet mich. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich stelle mich tot. Meint er hat bemerkt, dass ich da bin? Wir sollten uns einfach wegschleichen. So, jetzt läuft auch noch ein Zombie durch die Gegend. Ja, Deadlines kleine Miezekatze. Die hatte sich gebastelt, so wie ich mir Regie gebastelt habe. Ich brauche doch eine Regie zu Hause. Oh, Awesome wurde erschlagen. Es tut mir fast schon leid. Also, Bugsy und die anderen Konsorten, wenn ihr noch Lust habt, weiterzubauen, um den Baum herum irgendwas noch, wäre ganz cool. Wir versuchen hier halt wirklich irgendwie so einen Marktplatz oder so zu erstellen. Mal gucken, wir schauen mal. Gut, 10 Minuten haben wir jetzt schon durch. Hui. Naja, das ist Reggie. Habe ich sie nicht gut getroffen? Ich habe sie richtig gut getroffen, finde ich. Das sieht aus wie das Bild. Ja, fast. Also da hatte sie ein gelbes Kleid an. Aber grün steht hier sowieso. Nein, nicht jetzt lecken. Was? Ja, der kommt mit dem Eis nicht klar. So, ich muss ganz kurz mal nach Hause. Ich habe Minecraft zu lange angelassen.
Ich muss mal ganz kurz die Verbindung trennen. Und dann wieder reingehen. So. Jetzt läuft es auch wieder ein bisschen flüssiger. Gut, das dazu, ja, wie gesagt, Schüsselbits ist eigentlich ganz lustig. Man kann viel damit machen. Man könnte theoretisch auch pixeln. Mal gucken, ob ich noch was pixeln werde. Und stimmt, ich habe noch was anderes gemacht. Und zwar habe ich hier diese, ja, die Fenster-Dingenskirchens. Wie nennen die sich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich Assassin's Creed aufgenommen und da wusste ich den Namen auch nicht. Fensterbrett. Fenster hast du nicht gesehen. Sagen wir Fenster hast du nicht gesehen. Und wir werden jetzt diesen Fenster hast du nicht gesehen ein bisschen, ja. Stil verleihen. Meint ihr, überlebt es? Sollte ich ihm helfen? Jetzt töte ihn! Komm schon! Nein, ich helfe ihm schon. Was ist das für ein Geschrei? Achso, er ist gestorben. Gut, ich habe geholfen. So, wir brauchen dafür ein bisschen Schnee. Ich habe schon mal vorgesorgt. Oh, ich bin immer so vollgemüllt, ey. So, die ganzen Bits mal weg. Ich meine, wozu habe ich denn diesen komischen Beutel, wenn die Bits alle da nicht reingehen? So, mein Fleisch, das werde ich, ja, das kann ich eigentlich kurz mal in den Ofen schieben, ne? Damit ich was zu essen habe. So. Okay, wir brauchen Schnee. Wir brauchen den Diamantmeißel. Ich töte dich. So. Das ist nämlich sehr nervig. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Hier, Zeug. So. Wir werden jetzt nämlich den Schnee hier hinpacken. Und dann werden wir den kompletten Schneehaufen, zack, verwandeln. Ich hoffe, ich habe es gemacht. Ja, da. Gemeißelt der Schnee. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, ist aber so. Oh. Ich hatte nicht mehr viel Leben, oder? Kann das sein? Wie alle sterben. Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Die Apokalypse. Scheiße, die haben meine Sachen geklaut. Oder? Ist das meine Schaufel? Viel Leben habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Und eine Karotte. Das wäre doch viel nötig gewesen. So, habe ich alles dabei. Schwert ist wichtig. Maxi hat meine Sachen geklaut. Dankeschön. So, die Axt hatte ich noch. Spitzhacke war im Tresor. Und Schaufel. Ja. Achso. Ah, nice. Nice. So. Gut, wir haben jetzt die Schüsselbits. Hört sich alles so ziemlich falsch und komisch an, ne? So. Schnee, gemesselter Schnee. So. Folgendes. Also man kann Sachen halt platzieren. Und man kann halt auf die Alt-Taste gedrückt halten. Da hat man hier verschiedene Optionen, wie eine größere Ebene, größere Fläche, die man dann quasi bedecken kann. Ihr seht schon, das ist einiges. Reggie, stör mich nicht. Papa arbeitet. So. Ja, es gibt halt verschiedene kleine Sachen. Und man muss halt sich erstmal so wirklich reinfummeln. So, jetzt kann ich hier tatsächlich schon ein bisschen Schnee verteilen. Hier das auch irgendwie. Kann ich das hier auch verteilen oder ist da das Glas im Weg? Ups. Man kann es rückgängig machen, indem man auf rückgängig tut. Zack. Zack. So. Nee, hier ist das Glas tatsächlich im Weg. Naja, gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Schnee drauf. So, und wie ich das hier gemacht habe, wie ich das Ganze so symmetrisch gemacht habe, ich muss jetzt einmal ganz kurz cheaten. So.
Ja. Die ganzen Eiszapfen, ich habe einmal einen Block gemacht, also einen so einen Block. Seht ihr schon? Einen habe ich davon halt gemacht. Da habe ich halt so ein bisschen gepixelt. So, und dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter, das Ganze dann zu kopieren. Wir haben hier, wo haben wir es? Seite 5. Ist da was dazugekommen? Egal. Hier haben wir halt das positive Meißeldesign, das negative und das Spiegeldesign. Ich weiß nicht ganz genau, was bedeutet und wie hat alles den gleichen Effekt. Aber wenn ich nun diesen Eisblock hier stelle und... Oh nein, sag bloß. Oh Gott, ich habe ja kaum noch Leben. Muss mal kurz essen. Ganz kurz essen. So. Habe ich es nicht hierhin getan? Och nein, bitte sag mir nicht, ich habe es in mein Geheimversteck getan. Ja gut, ich habe es in mein Geheimversteck getan. Okay. Ich werde dieses eine Geheimversteck lüften und dann werde ich alles daraus nehmen, was da ist, weil sonst klaut ihr mir das. Und zwar geht's hier durch den Baum. Und da ist mein negatives und mein positives. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was bedeutet. Und beides funktioniert irgendwie auf die gleiche Art und Weise. Ja, jetzt muss ich leider mein Baumversteck aufgeben, aber da befindet sich noch etwas Spezielles. Das heißt, wenn ihr auf dem Server seid, geht da ruhig mal hin, guckt nach, was das ist. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Das ist wie so eine Art Stempel. Man geht halt dahin, drückt drauf und dann entsteht hier halt das Abbild, was ihr vorher kopiert habt. Ihr habt halt diesen Zettel, den macht ihr halt mit Wasser, Papier und Lapis Lazuli. Dann könnt ihr dann irgendein Objekt, was gebaut wurde, nehmen und kopieren. Das ist dann für immer auf diesem Blatt Papier drauf. Könnt ihr ja quasi hier hingehen, das hier kopieren. Und wenn ihr dann auf ein anderes Objekt drückt, dann wird es die Form dessen annehmen. Also falls ihr irgendwas von mir mal kopieren wollt, wie die Eiszapfen oder so, könnt ihr das auch ruhig machen. Dann bauen wir die halt hier ab. Wichtig ist, dass man Teile nur abbauen kann, die wirklich aus einem Block bestehen, aus einem ganzen Block. Wenn eure Teile aus zwei Blöcken bestehen, werden sie auch nur als zwei Blöcke abgenommen werden. Ja, das dazu und können wir hier endlich ein paar Eisblöcke, Eiszapfen tun. Was noch ganz wichtig ist... Sag mal... Was soll denn der Scheiß? Warum macht er das ab? Ja, würde ich meinen. So, ich zeige euch das mal anhand der Lampe. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. So. Nein, sie ist jetzt nicht kaputt, auch wenn sie sich so kaputt angehört hat. Keine Sorge. Eisenbeinschutz. Ja, cool. Wieso nicht? hier ist die Lampe. So, ihr seht, sie ist starr auf einer Position, aber wenn ihr euch duckt, das heißt Umschalttaste drückt, könnt ihr sie positionieren, wie ihr mögt. Das geht mit jedem Objekt und so habe ich das auch mit den Eiszapfen gemacht. Und dann stellt ihr es halt einfach hin und dann freut ihr euch einen Keks, dass da wupp, uap, was uap, absteht. Wupp, ich bin wie so ein Frosch, wupp. Bau kein Mist, Deadline, schieb dich weg. Übrigens, Deadline hat... eine kleine Hasenfarm. Keine Ahnung, wie er die Hasen da reingekriegt hat. Wahrscheinlich mit einer Karotte. Ja, er züchtet sie mit Karotten. Ah, okay, gut. Jetzt das erklärt einiges. Ja, soviel zu den Chiselbits, was wir alles hier gesehen haben. Und ich möchte gerne die... Leute, wenn ich aufnehme, dann lasst es doch einfach. Lasst es doch einfach. Dann werfe ich euch auch nicht vom Server. Ich bin jetzt kurz davor, ihn vom Server zu werfen. So. Gut. Hä, wo ist das Abbild hin? Hatte ich es nicht gerade noch in der Hand?
Hab ich da liegen lassen? Ja. So. Jetzt befinden wir uns halt hier. Ich kann es jetzt hier eigentlich nur in die Luft setzen, wie ihr seht, ne? Logisch. Aber wenn ich mich ducke, dann kann ich das woanders hinsetzen. Hui! Ja gut, das Problem ist natürlich jetzt, dass ich das zu niedrig gemacht habe, aber ich kann das Ganze mit dem Schnee verbinden. Muss ich, glaube ich, Schnee häuft sich ja sowieso noch ein bisschen an der Seite an, ne? Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich finde tatsächlich, diese Schisselbits ist für Minecraft so geil. Es ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten, ist unglaublich. Zero, hast du mein Geschenk gesehen? Wer hier? Was für ein Geschenk? Ach, das Bett! Ach so, ja, klar. Das Bett ist halt, wie gesagt, von Cookie. Ach, dann ist das Cookie. Ah, dann ist das Cookie da hinten. Ich meine, ich finde es ja schön, dass er mit Cookie unterschreibt und hier im Spiel Miepnato heißt. Obwohl, er heißt ja auch so Cookie-Nator, ne? Ja, stimmt. Das ergibt Sinn. So. Also man muss nicht immer Pixel für Pixel machen. Ich könnte jetzt theoretisch auch so eine Linie ziehen. So. Fertig. Geht ein bisschen schneller. Und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Eis, um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern. Das ist kein Eis. Das ist Eis. Nein, oh Gott. Ich habe vergessen. Okay, zum Glück gibt es die Rückgängig-Taste. Ich habe vergessen, dass wir ja gerade auf der Linie waren. Ja, probiert ein bisschen damit rum mit den einzelnen Sachen. Damit könnt ihr halt einen Block komplett auseinandernehmen. Da reißt ihr ihn halt, hier reißt ihr ihn immer dementsprechend ein Stück ab. Die Hälfte, ein Viertel und so weiter und so fort. Ihr habt auch die Möglichkeit, noch abzugraden. Und zwar auf eine Säge kombiniert mit Blöcken oder gemeißelten Blöcken. Schneide entlang einer der drei Achsen. Das heißt, ihr könnt sie quasi abschneiden. Was man mit dem Maßband direkt macht, weiß ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall demnächst testen. Rotiert Blöcke. Das ist mal praktisch. Das werde ich auf jeden Fall demnächst bauen. Kann ich Blöcke wenigstens rotieren lassen. Naja, gut. Ich hätte gerne einen kleinen Pixel. Und dann fügen wir das einfach nur da ein. Das war einer zu viel. So, zack, und schon haben wir da Eiszapfen von zu Hause runterhängen. Ist das nicht schön? Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze noch aussehen wird bei mir. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch dabei sein wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr müsst mir aber auf jeden Fall euren richtigen Minecraft-Namen sagen. Ich hatte das gestern ziemlich oft, dass sie die falschen Namen gesagt haben. Und dann mussten sie ihre Namen suchen. Am besten geht ihr direkt auf die Minecraft-Hauptseite und dann guckt ihr danach, wie euer Name ist und dann schreibt ihr ihn. So hat nämlich keine Probleme. Für alle, die mitmachen wollen, ich empfehle euch auch Discord, da könnt ihr euch mit den anderen absprechen, wer wann wie online geht, was ihr bauen möchtet und vor allem findet ihr da alle Links, die ihr braucht. Das heißt, die Forge, die Bots, die ID. Ich kann sie euch zwar einzeln schicken, aber es ist für mich so einfacher. Gut, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ob die jetzt morgen kommt, weiß ich nicht. Je nachdem, wie voran das Dorf schreitet, werde ich die nächste Folge machen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Stimmt, hier von Cookie. Ich glaube, das hatte ich gar nicht gezeigt. Sorry, Cookie. Oh, der Batman! Na, Batman. Ach ja. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.